Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Trading Strategien, Planung und Entwicklung inklusive Einblicke in die GP3 Strategie. Bin sehr gespannt, was sich hinter diesem Thema versteckt und freue mich, dass Timo Kosiol heute für uns die Zeit gefunden hat, mit uns diese Veranstaltung zu machen. Und ja, ich freue mich natürlich umso mehr, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Bevor ich den Bildschirm aber final übergebe, müssen wir natürlich wie immer kurz den Risikohinweis besprechen und natürlich der Vollständigkeit halber. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße den Namen von FX Flat und wie gesagt schauen wir uns auch den Risikohinweis an, denn wie immer dienen unsere Webinare ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig, und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlagestrategien entsprechend verstehen, auch wenn die ein oder andere Strategie auch vorgestellt wird, müssen Sie entsprechend selber entscheiden, ob das zu Ihrem Trading-Stil passt. Sehr gut, dann gebe ich jetzt gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg, viel Spaß, wenn da irgendwas ist, ich bin im Hintergrund und lese natürlich die Fragen mit. Jetzt weiß ich ja nicht, welchen Bildschirm er genommen hat. Welchen hat er genommen? Was kann man sehen? Deine Ansicht der Präsentation. Also ja, nicht. Das ist mal der falsche Bildschirm. Das ist wieder ein typisches Phänomen von GoToWebinar. Kann ich hier selber den Bildschirm ändern oder musst du den nochmal nehmen? Nee, du könntest auch den Bildschirm ändern. Ich kann aber auch kurzfristig wieder übernehmen. Das ist kein Problem. Und dann würde ich nochmal zurückgeben. So, zweiter Versuch. So, ich probiere es jetzt nochmal. Okay. So, die Frage ist jetzt, welcher? Normalerweise leuchtet auch so eine Umrandung. Ja, ja, ich glaube, jetzt hast du den richtigen erwischt. Wir sehen dich und das passt. Super, alles klar. So, dann auch nochmal Hallo und Willkommen von mir. Der Nelson hat es ja schon gesagt, es geht heute um Trading-Strategien, wie man Trading-Strategien entwickelt, worauf man achten sollte. Und das Ganze werde ich so ein bisschen am Beispiel meiner GP3-Strategie erklären. Aber ich denke, da sind auch viel Infos dabei, die ihr rausziehen könnt, um eure eigene Strategie zu entwickeln und ja, vielleicht auch eure eigene Strategie zu verfeinern. So, all right. Genau, Entwicklung von Trading-Strategien ist das Thema. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Und zwar, wenn man sich jetzt einfach mal so ein Chart anschaut. Also man hat hier so ein Chart vor sich, nackter Chart, wo man die Kerzen sieht, eine Kerzenansicht, und man hat rote und grüne Kerzen, aber ansonsten ist so der Chart-Bildschirm leer. Wenn wir jetzt anfangen zu traden, beziehungsweise wenn wir jetzt einen Trade eingehen wollen, dann brauchen wir ja einen gewissen Fahrplan, bestimmte Gründe, warum wir jetzt in den Trade einsteigen und vor allem auch eine, welche Richtung traden wir denn? Traden wir jetzt die Long-Richtung, die Short-Richtung? Und um das zu entscheiden, muss man ja bestimmte Kriterien zu Rate ziehen, anhand dessen man sich orientiert oder überhaupt die Trade-Entscheidung eingeht. So, und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Also das eine ist zum Beispiel, dass man, wie hier gezeigt, sich so Linien in den Chart zeichnet, also die Chartanalyse. Man hat hier entsprechend Linien, man hat hier so Kästchen, rot und grün. Das ist so eine Möglichkeit, die Chartanalyse, wie man so einen Fahrplan entwickeln kann und dann anhand dieser Chartanalyse entwickeln kann, okay, gehe ich jetzt einen Trade ein, gehe ich jetzt einen Short Trade ein, gehe ich jetzt einen Long Trade ein. Die zweite Sache, mit der ich mich heute ein bisschen intensiver beschäftigen möchte, sind die technischen Indikatoren. Was kann man da machen? Zum Beispiel,
Ein Indikator, den wahrscheinlich jeder kennt, ist hier so ein Moving Average, jetzt hier so in blau gekennzeichnet, beziehungsweise ich zeichne das gerade in gelb nach. Das ist hier so ein SMA und hier unten haben wir Stochastik. Das heißt, das sind technische Indikatoren, die uns Hinweise geben, was könnte mit dem Markt als nächstes passieren, zum Beispiel beim Stochastik-Indikator ist das so, da gibt es hier oben so einen überkauften Bereich, nennt man das hier unten einen überverkauften Bereich. Und anhand dessen kann man gewisse Informationen erhalten und man kann Rückschlüsse daraus ziehen, was der Markt vielleicht als nächstes machen könnte. Und optimalerweise sollte man natürlich die technische Analyse mit der Chart-Analyse kombinieren, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Wie gesagt, ich werde mich heute in dem Webinar hauptsächlich auf die technische Analyse beziehungsweise die technischen Indikatoren so ein bisschen berufen, beziehen und die ein bisschen näher beleuchten und wie man anhand dessen eine Strategie entwickeln kann. So, erstmal, wenn man eine Strategie entwickelt, was sind so Fragen, die man sich stellt beziehungsweise worauf sollte man achten? Und ich habe jetzt hier im Folgenden mal so ein paar Fragen zusammengestellt. Das sind so Fragen, die man sich, wenn man zum einen natürlich, wenn man einen Trade eingeht, aber auch wenn man eine Strategie entwickeln möchte, das sind so Fragen, die man im Hinterkopf haben sollte. Und optimalerweise sollte diese Strategie, die man hat, die man entwickelt, die folgenden Fragen beantworten. Also erste Frage, welche Richtung soll ich denn traden? Soll ich jetzt long in den Markt gehen? Soll ich jetzt short in den Markt gehen? Das sollte mir die Strategie beantworten. Das sollte mir die Strategie sagen, damit ich nicht aus dem Bauch heraus mit einem Bauchgefühl irgendwie trade und denke, okay, ich gehe jetzt mal long, ich gehe jetzt mal short, weil das hat mit nachhaltigem Trading dann auch nicht mehr wirklich viel zu tun. Also die Strategie, ich möchte, dass mir die Strategie genau sagt, gehe ich jetzt long, gehe ich jetzt short in den Markt. So, zum Zweiten ist natürlich auch die Frage, wann steige ich ein, wo steige ich genau ein? Das sollte mir die Strategie irgendwie zeigen, beantworten diese Frage und natürlich auch ganz wichtig, weil das wird oft vergessen, meist beziehen sich so Strategien nur auf den Einstieg, aber ganz wichtig ist auch, wann steige ich denn wieder aus? Also wann nehme ich zum einen entweder einen Gewinn mit oder zum anderen auch, wann steige ich aus im Verlust? Also wann macht es keinen Sinn mehr, an dem Trade festzuhalten? Ne? Das soll mir die Strategie auch sagen und verknüpft damit, wann steige ich aus, ist auch, wenn ich jetzt einen Trade eingehe, sei es jetzt Long-Richtung, sei es jetzt die Short-Richtung, wo packe ich meinen Stop-Loss hin? Also ganz am Anfang ist es wichtig, dass man direkt mit Stop-Loss tradet und da ist es auch wichtig zu wissen, wenn ich jetzt auf Kaufen oder auf Verkaufen drücke, muss ich wissen, wo mein Stop-Loss hinkommt und ich muss somit auch ein festes Risiko haben, wenn ich den Trade eingebe, weil das ist auch noch ein anderer wichtiger Punkt. Risikomanagement, Positionsmanagement, Riskmanagement. Ich muss wissen, bevor ich einen Trade eingehe, es ist ja immer so, nicht jeder Trade geht auf. Auch mit der besten Strategie wird nicht jeder Trade funktionieren. Aber ich muss am Anfang wissen, okay, wo steige ich ein, wo kommt mein Stop-Loss hin und was kann ich, wenn der Plan, den ich habe, nicht funktioniert, was kann ich maximal verlieren? Das ist ganz wichtig. So, was ist noch wichtig? Ich möchte gerne hochwertige Chancen traden. Was sind hochwertige Chancen? Hochwertige Chancen zeichnen sich aus, dass es ein hohes CRV gibt. Das heißt, was heißt CRV? Das heißt einfach, dass ich mehr gewinnen kann, als ich verlieren kann. Das heißt, die Gewinnerseite ist größer als die Verlustseite. Damit geht einher, dass mein Stop-Loss, also mein Risiko, kleiner ist als mein möglicher Gewinn. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich solche Chancen am besten heraussucht, dass mir die Strategie solche Chancen offenbart, damit ich nicht in eine Art Overtrading reinkomme. Was heißt Overtrading? Overtrading heißt, dass ich einfach
zu viele Trades mache und dadurch gegebenenfalls Gewinne, die ich ertradet habe, dann auch wieder abgebe, weil einfach meine Trade-Anzahl viel zu hoch ist. So, und zum anderen ist es auch, wenn man einfach zu viel tradet, ins Overtrading reinkommt, dann ist das Ganze auch eine echt stressige Angelegenheit. Also optimalerweise möchte ich also hochwertige Chancen traden, nicht zu viele Trades machen, und das, damit das Ganze auch ja für mich selber entspannter ist. So, und der letzte Punkt ist, so eine Strategie sollte auch reproduzierbar sein. Reproduzierbar heißt, ich mache diese Art von Trades oder die Strategie zeigt mir Trades an, die ich 10-mal machen kann, 100-mal machen kann, 1000-mal machen kann, und zwar immer nach demselben Schema. Das ist auch ganz wichtig, dass man diese ja, Reproduzierbarkeit hat, weil nur wenn man wirklich nach einem festen Schema tradet, kann man am Ende auch die Trades auswerten und zum einen sagen, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen nachbessern, wo funktioniert die Strategie nicht so wirklich und funktioniert die Strategie überhaupt und macht die Strategie Sinn, so zu traden. Und nur wenn ich wirklich ein festes Schema habe, wo ich immer nach traden kann, kann ich mir die 1000 Trades am Ende angucken zum Beispiel und kann sagen, okay, das macht Sinn, das so zu traden oder ich muss da noch ein bisschen modifizieren an der Strategie. Von daher, festes Regelwerk ist für eine Trading-Strategie sehr wichtig. Gut, das sind so die Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man eine Trading-Strategie entwickelt. Und genau diese Fragen habe ich mir gestellt, bevor ich meine GP3-Strategie entwickelt habe. Und ich habe auch versucht, diese Fragen mit der GP3-Strategie zu ja, beantworten, zu adressieren. Und wie gesagt, das ist so, ja, mein Guide, ne, wo ich jetzt versuche, euch in den nächsten Minuten, in der nächsten halben Stunde zu erklären, wie ich drangegangen bin, wie ich diese Fragen beantwortet habe und wie ich das dann in eine Strategie ja, gegossen habe, die sich GP3-Strategie nennt. So, also gehen wir mal ein bisschen näher auf die GP3-Strategie ein. Und der Name verrät schon so ein bisschen GP3. Die 3 steht für, es gibt 3 Komponenten in dieser Strategie. Das ist zum einen die Bewegungsrichtung, die mir die Strategie anzeigt. Was heißt Bewegungsrichtung? Man sieht entsprechend hier mit dem grünen Pfeil gekennzeichnet. Ich male das hier nochmal in gelb nach. Das ist so ein grünes Band. Das zeigt mir an, dass die Bewegungsrichtung des Marktes aufwärts gerichtet ist. So, dann gibt es weiter noch so ein rotes Band hier zum Beispiel. Das zeigt mir an, dass die Bewegungsrichtung des Marktes eher abwärts gerichtet ist. Und dann gibt es noch so blaue Bereiche, wie hier zum Beispiel. Das zeigt mir an, dass der Markt eher ja, richtungslos ist, dass der Markt eher in so einer Seitwärtsphase momentan tendiert. So, das heißt, ich habe schon mal die Bewegungsrichtung des Marktes damit identifiziert. Okay, das ist also mein erster Punkt. So, zum zweiten gibt es die Signalkomponente. Was ist das Signal? Hier gibt es auch wieder 2 Farben. Zum einen grün, wie man hier sehen kann, hier gibt es so einen grünen Bereich, grüne Linie. Grüne Linie heißt, es liegt ein Long-Signal im Markt vor und umgekehrt rot bedeutet, es liegt ein Short-Signal im Markt vor. Übrigens, das ist jetzt nicht nur eine Linie, ein Signal, wie es vielleicht beim SMA oder beim Supertrend ist, wenn der Markt drunter ist, dass dann die Linie rot ist und der Markt drüber ist, dann grün, weil wie man zum Beispiel hier sehen kann, ne, der Markt ist drüber, aber trotzdem ist die Linie immer noch rot. Und hier in dem Bereich sieht man, der Markt ist unterhalb der Linie und trotzdem ist die Linie immer noch grün. Das heißt, obwohl der Markt jetzt unter dieser Linie tendiert, ist das Signal immer noch long.
So, was ist die dritte Komponente? Die dritte Komponente ist der Markttrend bzw. der Trend nach Markttechnik. So, da haben wir zum einen, sieht so ein bisschen wie so ein Zickzack aus, so wie hier rot gekennzeichnet, das ist ein Abwärtstrend. Dann hier in grün gekennzeichnet ein Aufwärtstrend. Und dann gibt es noch so eine blaue Phase wieder. Das heißt, der Markt ist in dem Fall dann trendlos. So, ich habe jetzt also drei Komponenten. Drei Komponenten, einmal Bewegungsrichtung, einmal Signal und einmal den Trend. So, und wenn ich jetzt alle drei Komponenten zusammenfüge, dann habe ich meine erste Frage beantwortet. Meine Frage, ne, soll ich Long oder Short gehen? Also, wie man es hier sieht, grüner Pfeil, alle drei Komponenten, also der Trend ist grün, entsprechend die Signallinie ist grün und hier ist auch das Band grün. Das heißt, das gibt mir die Indikation, das gibt mir den Hinweis, ich kann oder ich gehe long, ich kann long gehen und für mich ist dann in dem Moment auch einfach die Short-Richtung zu treten, in Anführungsstrichen verboten. Umgekehrt haben wir jetzt hier den Fall, dem roten Fall gekennzeichnet. Wir haben hier ein rotes Band, rote Signallinie und entsprechend einen Abwärtstrend. Das bedeutet dann für mich, das zeigt mir an, ich trade nur die Short-Richtung. So. Somit habe ich die Frage beantwortet, beziehungsweise meine Strategie gibt mir die Antwort, wenn ich mir den Chart angucke, soll ich Long oder Short traden? Das heißt, ich muss nicht wirklich nochmal alles untersuchen, mir nochmal die Frage stellen, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt Long, gehe ich jetzt Short? Das zeigt mir eindeutig und ganz klar die Strategie jetzt an, genauso wie ich es haben wollte. Frage nach Long oder Short ist damit also beantwortet. So, was war die nächste Frage? Die nächste Frage war der Einstieg. Wann steige ich denn entsprechend in den Markt ein, nachdem ich herausgefunden habe, ob ich jetzt die Long- oder Short-Richtung trade? So, ich habe jetzt hier mal schematisch einen Trendverlauf eingezeichnet. Also Trend besteht ja immer aus Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und es gibt die Punkte 1, 2, 3, daraus besteht ein Trend oder so lässt sich ein Trend einteilen. Und es gibt viele Bücher darüber. Einige Bücher sagen, ja, der optimale Punkt ist hier am Punkt 2. Das heißt, wenn der Punkt 2 durchbrochen wird, also genau hier, soll man schon long in den Markt steigen, weil das ist jetzt hier ein Aufwärtstrend. Aber wenn ich jetzt das Risiko im Hinterkopf habe und ich habe eben auch gesagt bei den Fragen, was ist auch noch wichtig, ich möchte gerne ein geringes Risiko haben, ein hohes CRV, also ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis, ne, dann macht es eher Sinn, in die Korrektur einzusteigen beziehungsweise optimalerweise hier am Punkt 3, was das Ende der Korrektur markiert. Das heißt, ich möchte gerne am Punkt 3, am Ende oder in der Nähe vom Ende der Korrektur einsteigen, um ein großes CRV zu haben. Was heißt das genau? Komme ich gleich noch ein bisschen näher drauf zurück. Aber entsprechend erstmal, ich möchte also am Punkt 3 einsteigen. Das heißt, die Strategie gibt mir vor, wo ich einsteigen möchte, und zwar am Punkt 3. So, schauen wir das mal uns ein bisschen mehr mit Kerzen an. Da kann man es wahrscheinlich ein bisschen besser nachvollziehen und verstehen. Wir haben hier wieder unser grünes Signal, hier ein grünes Band und wir haben hier einen Aufwärtstrend. So. Wir können hier auch nochmal Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3 hier dran schreiben. Was ist jetzt der Punkt 3? Der Punkt 3 ist genau das entsprechend hier, wo der Kurs in dem Fall, wird ein bisschen viel Linien, ich mache die gerade mal wieder weg. So. Genau, hier, wo der Kurs auf die Signallinie trifft, danach gibt es eine Reaktion und
Das ist für mich dann ein ausschlaggebendes Kriterium, wo ich sage, okay, das könnte der beginnende Punkt 3 sein oder der sich bildende Punkt 3 sein. Das heißt, hier möchte ich gerne einen Versuch starten, einen Long-Versuch, weil mir die Strategie ja anzeigt, dass ich Long traden sollte, Long traden möchte. Und deshalb würde ich jetzt in dem Fall hier einen Einstieg wählen, nachdem wir hier quasi an der Signallinie abgeprallt sind und danach eine Reaktion in Form einer grünen Kerze gesehen haben. So, das ist wie gesagt ein Kriterium. Ein zweites Kriterium kann sein, das gibt mir die Strategie auch her, dass es so Einstiegsboxen gibt. Grün oder rot, jetzt hier, wir sind in einem Aufwärtstrend. Aufwärtstrend, deshalb grüne Boxen. Wenn es ein Abwärtstrend wäre, dann wären es rote Boxen. Und ich möchte dann gerne, oder wenn ich dieses Signal bekomme, dass eine Einstiegsbox ja, auftaucht, dann ist das eine weitere Indikation, dass hier die Korrektur vorbei sein könnte von diesem Aufwärtstrend und dass das hier der Punkt 3 ist und wir uns in Trendrichtung weiter bewegen. So, jetzt ist die nächste Frage, das habe ich ja auch gesagt, das ist ganz wichtig, bevor man entsprechend den Trade eingeht, man sollte vorher klar haben, wo kommt der Stop-Loss hin und optimalerweise sollte es die Strategie auch hergeben, dass man ohne groß zu rätseln weiß, wo der Stop-Loss hinkommt. So, und bei meiner Strategie ist das ganz klar und da gibt es auch ein ganz fixes Regelwerk diesbezüglich und ganz starre Regeln auch, wo kommt der Stop-Loss hin und zwar genau hier unter die Kerze. So, und da gibt es auch keinen, ich ziehe mal den Stop irgendwie doch nochmal ein bisschen weiter runter und kaufe vielleicht nochmal im Verlust nach und skaliere die Position. Das gibt es bei dieser Strategie nicht, denn wenn der Kurs jetzt hier runterkommt, runter fällt, sind die Kriterien, die ich jetzt für meinen Einstieg festgelegt habe, auch erstmal kaputt. Das heißt, es macht in dem Fall auch gar keinen Sinn, an diesem Trade festzuhalten, weil die Kriterien, die ich mir gesetzt habe, mit der ich diese Strategie entwickelt habe, die sind nicht mehr gegeben. Und deshalb macht es auch keinen Sinn, den Stop irgendwie zu verschieben, zu verziehen oder vielleicht sogar ganz wegzumachen, sondern der Stop kommt unter die Kerze, wo ich eingestiegen bin, beziehungsweise wo sich der Punkt 3 gebildet hat, da kommt der Stop-Loss hin und nirgendwo anders. So, die nächste Frage war ja auch ganz wichtig, habe ich ja am Anfang gesagt, Gewinn. Ne? Also wo kommt mein Take Profit hin? Wo steige ich aus, wenn der Markt ja so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise wie mir das die Strategie angezeigt hat. Wo kommt mein Take Profit hin? Wo nehme ich meinen Gewinn, meinen möglichen Gewinn mit? Und da gibt es auch ja, eine feste Regel, beziehungsweise es gibt eine konservative Variante. Konservative Variante heißt, der Take Profit kommt in die Nähe des letzten Trendhochs. Also wenn wir im Aufwärtstrend sind, Trendhoch, wenn wir im Abwärtstrend sind, Trend tief. Nicht ganz ne, aufs Maximum, also nicht ganz bis zum Trend hoch in dem Fall, sondern ein bisschen darunter. Ne, das ist dann entsprechend mein Take Profit. Das ist die konservative Variante. Und die etwas weniger konservative Variante ist, dass ich hier oben am Trend hoch, also hier ungefähr mit einer Teilposition aussteige, zum Beispiel die Hälfte, mein Stop-Loss auf Break-Even ziehe und die Position weiterlaufen lasse. Das ist entsprechend ja, die weniger konservative Variante und das sind die beiden ja, Ausstiegskriterien, die diese Strategie oder die ich für diese Strategie entwickelt habe. So. Ich mache das hier gerade nochmal weg, denn ich hatte ja auch gesagt, ganz wichtig, die meisten Trades entscheiden sich mit dem Risikomanagement. Ne? Also, dass man ein
ein gutes, ein durchdachtes Risikomanagement hat. Und ich möchte ja, das habe ich auch anfangs in meinen Fragen erwähnt, ich möchte gerne Trades haben, die mir ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis hergeben. Diese Trades möchte ich eingehen. So. Und ich habe ja gesagt, ich möchte gerne hier in dem Bereich einsteigen. Ich möchte gerne hier meinen Stop-Loss hinpacken und in der konservativen Variante zum Beispiel packe ich hier meinen Take-Profit hin. Also haben wir hier TP, haben wir hier BE und hier haben wir den SL. So, und dann sieht man schon rein optisch einfach, das ist mein Gewinn nach Strategie und das hier ist mein Verlust. Das sieht man schon, ohne dass man da jetzt irgendwelche Punkte nachmessen muss. Da sieht man, dass einfach mein möglicher Gewinn immer deutlich größer ist als ja, der mögliche Verlust. Wie gesagt, es gibt bei der Strategie nicht die Option, dass ich den Stop-Loss weiter nach unten ziehe. Aber wenn ich den Trade eingehe, wenn ich auf in dem Fall jetzt auf Kaufen drücke, dann habe ich im ersten Moment erstmal ein sehr positives CRV. Wenn ich natürlich jetzt mich entscheide, zum Beispiel hier schon auszusteigen, sieht man aber immer noch, dass der Gewinn immer noch größer ist, also der Bereich hier immer noch größer ist als der Bereich. Also das ist ja ganz wichtig, Risikomanagement und hohes CRV war mir wichtig und entsprechend sieht man mit bloßem Auge, dass mein möglicher Gewinn immer größer ist als mein Verlust, wenn ich den Trade eingehe. So, gucken wir uns das Ganze mal jetzt auch in einem Beispiel an und nicht nur theoretisch. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel-Trade reingepackt und das Ganze sieht dann entsprechend wie folgt aus. Also wir haben zum einen hier unsere GP3-Strategie gegeben. Also hier ein Aufwärtstrend. Hier ist die Korrektur. Wir haben ein grünes Band und eine grüne Signallinie. So, das heißt, alle drei Kriterien sind entsprechend gegeben. Ich weiß, welche Richtung ich traden soll. Die Long-Richtung, also halte ich Ausschau nach einem Long-Einstieg. So, der Long-Einstieg hat sich jetzt in dem Fall hier ergeben. Zum einen, ich nutze dann ganz gerne, um mal zu gucken, ne, bis wohin kann die Korrektur laufen, nutze ich ganz gerne Fibonacci-Einstellungen, die sich auch in der Strategie anzeigen lassen, beziehungsweise in dem GP3-Indikator. Und gleichzeitig habe ich gesehen, dass wir hier auf einen Trend hoch auflaufen. Das heißt, das war für mich dann das Kriterium, dass ich gesehen habe, wir haben hier auch eine deutliche Reaktion, dass ich hier gerne einsteigen möchte. Und in dem Fall, wo ich jetzt hier einsteige, habe ich ja gesagt, die Kriterien sind ganz klar, Stop-Loss unter die Kerze. Das heißt, der Stop-Loss kommt hier hin. Take-Profit, wie gesagt, hier oben, ne, in der konservativen Variante. Und jetzt gucken wir uns an. Ich habe jetzt hier in dem Fall einen Stop-Loss von 12 Punkten. Und Take-Profit, weiß ich nicht genau, wie viele Punkte das jetzt sind. Könnte man jetzt hier ausrechnen, stehen die Zahlen dran. Aber man sieht ja auch mit bloßem Auge, dass einfach, wenn ich das jetzt hier nochmal wegmache, dass einfach hier ist mein Risiko, der Bereich. Und das ist mein möglicher Gewinn. Dass das einfach größer ist, also dass der Gewinn größer ist als das Risiko. Und so, genau, da bin ich eingestiegen, 12 Punkte. Und hier kam jetzt noch was Besonderes hinzu. Und zwar, wir befanden uns 2 Minuten vor Markteröffnung. Also US-Markteröffnung, das ist auch der US-30, der Dow Jones, den ich hier trade. 2 Minuten vor Markteröffnung.
Weshalb ich mich dafür entschieden habe, nicht die konservative Variante zu wählen? Ganz einfach, weil mein Risiko ist ja klar, mein Risiko ist ja gegeben, indem ich hier meinen Stop-Loss gesetzt habe. Aber es passiert ja oft gerne, dass der Markt dann zur Markteröffnung auch gerne in eine Richtung läuft, auch mal schneller läuft und auch mal ein Stück weiter läuft. Von daher habe ich jetzt meinen Take-Profit nicht hier oben auf das Trend hochgesetzt, sondern habe gedacht, okay, vielleicht geht es ja mit einem deutlichen Schub nach oben, dann kann ich noch mehr Punkte mitnehmen als hier bis zum Trend hoch. Wenn es nicht funktionieren sollte, werde ich halt entsprechend hier bei meinem Stop-Loss ausgestoppt mit meinen 12 Punkten. Und dann ist das halt so. So, dann haben wir 15.32 Uhr, ist noch derselbe Trade. Also 2 Minuten nach Markteröffnung, 4 Minuten nach Trade-Eröffnung. Und man sieht, was macht der Markt? Der Markt schoss dann erstmal entsprechend nach oben. 72 Punkte derzeit im Plus. Und so, gehen wir einmal zurück. Was ich dann entsprechend gesehen habe, wir hatten hier so einen Pivotpunkt. Das heißt, der Markt ist in den ersten Minuten erstmal nur nach oben geschossen. Irgendwann kommt die Bewegung ja oft wieder zurück und dann habe ich diesen Pivotpunkt gesehen und habe dann den Markt entsprechend oder habe den Trade auch geschlossen und bin entsprechend mit 71 Punkten dann rausgegangen. Nochmal zur Erinnerung, ich gehe hier nochmal ein paar Punkte zurück, ein paar Slides zurück. Nochmal zur Erinnerung, ich hatte einen Stop-Loss von 12 Punkten und habe dann am Ende 71 Punkte mitgenommen. Das heißt, das, was ich meinte, man hat ein sehr hohes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn der Trade dann in die richtige Richtung läuft, wenn der Trade dann das macht oder der Markt das macht, was mir meine Strategie sozusagen angegeben hat, dann ist der mögliche Gewinn viel größer als der Verlust. Und das heißt, ich kann auch zwei, drei Loser-Trades machen, ohne dass das jetzt wirklich ja meine Performance massiv beeinflusst, weil mit dem nächsten Trade habe ich das unter Umständen dann schon wieder reingeholt. So, das sind oder das ist die Strategie, kurz erklärt, die GP3-Strategie, wo ich diese Fragen adressieren wollte, die ich am Anfang gestellt habe. Also, welche Richtung trade ich? Gehe ich long oder short? Wo setze ich meinen Stop-Loss hin? Welches Risiko habe ich? Welchen möglichen Gewinn habe ich? Kann ich das Ganze reproduzieren? Natürlich kann ich das reproduzieren, weil ich, wie gesagt, hier ein festes Schema habe, nachdem ich trade. Und das ist quasi die GP3-Strategie. So, ich sehe jetzt noch gar keine Fragen hier im Chat, aber wenn ihr gerne Fragen zu dieser Strategie habt, dann schreibt sie hier in die Kommentare. Ich schaue da rein. Ansonsten, das Ganze, was ich jetzt hier vorgestellt habe, die GP3-Strategie, die kann man sich auch in seinen Chart laden bzw. installieren. Und zwar Installation von GP3. Ihr findet auf meiner Webseite unter daytradertools.de/Installation genaue Installationsanweisungen, wie man das Ganze installieren kann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt den StereoTrader Installationsmanager, also im StereoTrader gibt es einen Installationsmanager, den führt man aus und installiert GP3 darüber, oder man lädt sich die GP3-Strategie bzw. das Installationstool von meiner Webseite unter daytradertools.de runter und kann sich das Ganze so in den Chart packen bzw. in den Chart installieren. Wie gesagt, das ist alles auf meiner Webseite genau erklärt, bebildert. Das heißt, da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. So, GP3 ist nicht kostenfrei, kostet, wenn ihr also genau das machen wollt, was ich euch gerade erklärt habe, dann müsst ihr die GP3-Strategie kaufen. Aber es gibt jetzt hier exklusiv in diesem Webinar einen 20% Rabattgutschein. So, fxflat-gp3-14. Den Gutschein könnt ihr unter gp3-trading.de einlösen. Der Gutschein gilt, glaube ich, noch bis Ende des Monats.
Weiß nicht, wann jetzt Ende des Monats ist. Ich glaube, der 30. ist am Samstag. Ich glaube, der gilt dann noch bis Samstag. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne gp3-trading.de. Da findet ihr noch ein paar weitere Infos oder es gibt ganz, ganz viele Videos noch auf meiner Seite, auf meiner YouTube-Seite oder ich habe auch eine Telegram-Gruppe. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in die Telegram-Gruppe kommen und eure Fragen stellen. Gut, aufbauend auf dem, was ich heute so erklärt habe, gibt es noch ein Webinar und zwar Einführung in das automatisierte Traden. Ich habe ja gerade gezeigt, erklärt, wie man ja manuelle Trading-Strategien entwickelt, wie man nach diesen Strategien manuell tradet. Aber ein ganz interessantes Thema, was glaube ich viele auch interessiert, ist so das automatisierte Traden. So, und dann gibt es ein Webinar am 16.10. 18 Uhr wieder hier bei FX Flat. Da müsst ihr euch nochmal neu für registrieren. Aber es ist eine zweiteilige Webinarreihe. Zwei Teile sind es. Da könnt ihr euch registrieren und da werde ich euch so ein bisschen was über das ja, automatisierte Traden erzählen. Was ist automatisiertes Traden? Was sind die Vorteile? Wie kann man automatisiert traden? Und vor allem ganz wichtig auch, wie kann man ja automatisiert traden, ohne programmieren zu müssen. Also man kann ja ganz viel umsetzen, indem man sich eigene Programme schreibt, aber nicht jeder kann irgendwie programmieren. Und ich zeige euch Mittel und Wege, wie ihr eure eigenen Strategien bauen könnt und entsprechend das dann auch ohne Programmierkenntnisse oder ohne zu programmieren dann umsetzen könnt, testen könnt, all das in den nächsten Webinaren. So, also ich sehe keine Fragen mehr und ich bin eigentlich soweit auch durch, Nelson. Also von daher können wir auch jetzt hier den Deckel drauf machen, würde ich sagen. Gut, also wenn Fragen aber trotzdem im Nachgang reinkommen, dann natürlich leiten wir das weiter. Wenn Sie das an service@fxlet.com schicken, das sollte natürlich nicht untergehen. Danke dir, Timo, für das Webinar heute. Gleich hast du natürlich noch das Schlusswort, aber vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Die Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Habt eine erfolgreiche Woche, passt auf eure Positionen auf und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Timo, du hast das Schlusswort. Danke dir. Ja, danke auch dir, Nelson. Und an die Teilnehmer, meldet euch für das Webinar am 16.10. an. Ich glaube, das wird ganz spannend. Und ansonsten schöne Woche, noch gute Trades. Bis dahin, macht's gut.